Willkommen zum Fiora 3D Konfigurator Tutorial. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Möbelstück in wenigen einfachen Schritten schnell und einfach nach Maß konfigurieren können. Los geht's! Um auf den Konfigurator zuzugreifen, gehen Sie auf die Website von Fiora und oben rechts finden Sie das Symbol Benutzer, klicken und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Klicken Sie auf Konfigurator. Oben links befindet sich der Möbel- und Duschbereich, da können Sie die Kollektionen wählen und erzeugen. Oben rechts, auf der Schaltfläche Raum, können Sie die Anstrichfarbe zwischen drei verschiedenen Optionen wählen, sowohl Boden als auch Wand. Sobald Sie fertig sind, können Sie mit der persönlichen Anpassung beginnen. Im oberen Teil rechts wählen Sie die Serie Essence oder Influence. Wir wählen in diesem Fall einen Unterschrank mit 2 Schubladen. Die Breite kann ausgesucht werden. In diesem Fall wählen wir 80 cm. Wir sehen das Möbelstück auf dem Bildschirm mit einem Zeichen mit 3 Punkten. Wenn wir es anklicken, öffnet sich ein Menü mit Optionen, in denen wir folgende Daten ändern können. Maßen: Sie können die Unterschrankbreite ändern. Frontseitenpersonalisierung: Sie können zwischen den verschiedenen Oberflächen wählen. Korpus: Hier können Sie auch die Oberflächen auswählen. Griffe: Hier können Sie die Farben ändern. Auswahl von Extras: Hier wird eine Liste mit zusätzlichen Elementen angezeigt, die dem Möbel oder dem Budget hinzugefügt werden können. Vermerkkästchen: Hier können Sie Ergänzungen schreiben. Die Ergänzung wird im endgültigen Dokument angezeigt. Sobald das Hauptelement fertig ist, beginnen wir, andere Elemente hinzuzufügen. Das erlauben uns die Pluszeichen. Beim Klicken auf das Zeichen auf dem Unterschrank können wir einen Waschtisch ergänzen. Wir wählen zuerst zwischen einem Waschtisch und einer Konsole und sobald wir es haben, erscheint eine Auswahlliste mit den verfügbaren Waschbeckenoptionen, je nachdem welche Möbelserie und Variante wir gewählt haben. In diesem Fall die Optionen wären Aufsatzwaschbecken oder integrierte Waschbecken. Bei dem Waschtisch können Sie die Breite ändern. Für das Waschbecken wählen wir integriert und die verfügbaren Modelle Loki oder Tod werden angezeigt. In diesem Fall wählen wir Tod. Wenn Sie auf die 3 Punkte des Waschbeckens oder des Waschtisches klicken, können Sie die Maße, Oberflächen und sogar die Position der Armatur ändern. Wenn Sie weiter nach oben scrollen, klicken Sie auf das Pluszeichen, um die Spiegel, Schränke und Zubehörliste anzuzeigen. Wir wählen ein Spiegelmodell, um es dem Design hinzuzufügen. In diesem Fall erscheint das Modell Marco und wir können direkt zur Auswahl der verfügbaren Maße. Wir klicken auf das Zeichen mit den 3 Punkten und wählen die Masse, Oberfläche und Farbe. Wenn Sie auch einen Schrank oder Zubehör dazu hinzufügen wollen, ist dies der richtige Zeitpunkt. Wir klicken erneut auf das Merkzeichen neben dem Spiegel und ein Auswahlmenü mit den Optionen wird geöffnet. Wenn Sie das Möbeldesign mit Duschwanne, Paneelen oder Heizkörpern vervollständigen möchten, gehen Sie zum oberen Menü auf der linken Seite und wählen Sie Duschbereich. Auf die gleiche Weise können Sie eine Duschwanne hinzufügen und anpassen, Paneele hinzufügen, Hillerzubehör platzieren oder einen Heizkörper hinzufügen. Sobald unser Entwurf aller Produkte abgeschlossen ist, können wir auf volles Badezimmer klicken, um den ganzen Raum zu sehen. Unten rechts sehen wir den Button PDF herunterladen, darauf klicken, um die Konfiguration mit dem Design, die Codes der ausgewählten Produkte, deren Beschreibungen und Preisen herunterzuladen. Wir werden sehen, dass ein PDF-Dokument mit den erstellten Einstellungen auf unser Gerät heruntergeladen wird: Design, Codes, Beschreibungen und Gesamtpreis. Wenn Sie alles löschen möchten, wählen Sie zunächst die Schaltfläche Reset unten rechts auf dem Bildschirm. Um eine zuvor erstellte Konfiguration abzurufen, um das Angebot wieder aufzunehmen oder zu ändern, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Einstellungen wiederherstellen und geben Sie die Nummer ein, die im heruntergeladenen PDF neben dem Referenz-QR angezeigt wird. Sie sehen das komplette Design auf dem Bildschirm. Wie Sie sehen können, können Sie mit diesem Tool Ihre individuellen Fiora-Möbel und Produkte entwerfen und in wenigen Minuten ein detailliertes Angebot erhalten.
Erstellen Sie jetzt Ihre Kompositionen mit Fiora.